Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind natürlich wieder hier mit Melody und ihren Kiddos. Und Melody ist natürlich wieder schwanger. As almost always. Aber den Part beginnen wir wieder mit einem Umstyling. Woo! Weil die kleinen Kinder haben im letzten Part kein Umstyling mehr bekommen, obwohl sie älter wurden. Deswegen let's go! Damit wäre das auch erledigt. Yay! Tyler findet Melody klasse und möchte beste Freunde werden. I don't think so. Dachte kurz, es wäre ein Kind von mir, dann vielleicht, aber so nein. Süß, die kümmern sich hier alle um ihre Hausaufgaben und quatschen miteinander. Das ist doch genau das, was man sich hier wünscht in einem Family Life. Ich hoffe, dass dieses Wochenende wieder schnell vorbeigeht, weil das ist immer sehr anstrengend, weil die Kinder halt nicht älter werden können. Ich meine, die können halt an ihren Fähigkeiten arbeiten, aber das ist halt auch immer nur so lala, ne? Kokett werden. Sie ist so eine Wilde, ne? Yay! Sie ist ihre Angst wieder losgeworden. We love it. So, sehr schön. Aber wie immer, die kleinen Kinder sind nachts wach und alle anderen schlafen. Naja, die machen das hier supi. Toll, toll. Ich meine, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass sie Montag auch direkt schon in die Schule gehen können, je nachdem, wie gut ihre Fähigkeiten... Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Montag, als ob die da schon fertig sind. Naja, es ist unwahrscheinlich, bin ich ehrlich. Aber die werden wahrscheinlich trotzdem schnell dabei sein. Barry, wow. Es ist Herbst. Ja, wenn ich Mutti von so vielen Kindern wäre, würde ich mir auch erstmal Alkohol zubereiten. Dass wir immer noch Geld für diese Apps bekommen, ne? Die wir vor 20 Jahren zubereitet haben. Zubereitet? Ich bin dann mit meinem Leben. Melody Fanclub. Elvin Daddies ist jetzt ein Freelance-Programmierer. Cool. Ich fände es besser, wenn es dann so einmal am Tag, beziehungsweise wenn man halt da drauf drückt, dass dann nicht jedes Mal für jede Meldung ein Pop-up kommt, sondern dass man halt so eine Zusammenfassung hat. Hier wurde was gebastelt. Oh, I love it. Süß. Party. Wow, er hat einfach seinen Meilenstein erreicht, weil wir so viel Post bekommen haben, die wir verkaufen konnten. Geil. Guck mal, er kann sich ja Romantik wünschen. Einfach, weil es witzig ist. Er denkt sich so, yeah, ich bin Teenager. Oh mein Gott, das ist schon creepy, wenn das hier so dunkel ist. Liebe kennt keine Grenzen und selbst der Sensenmann konnte Adam nicht davon abhalten, sich mit seinem geisterhaften Seelenverwandten zu vereinen. Eine Zoe Delgato ist ein Geist und mit der ist er jetzt zusammen, I guess. Ich meine, besser als keine Freundin, oder? Ich weiß zwar nicht genau, wie das klappen soll, einen Geist zu küssen, aber macht ihr mal. Toll. Nee, also mit Montag wird das nichts, aber vielleicht Dienstag? Vielleicht können die Dienstag in die Schule gehen. Also halt bis dahin Kinder werden und dann in die Schule gehen, obviously. Das wär's doch. Bestienboogie. Statt tanzen einfach Bestienboogie. Oh mein Gott, diese Namen von den Interaktionen von den Werwölfen sind großartig. Linus fühlt sich nicht so gut. Er sollte unter diesen Bedingungen besser zu Hause bleiben. Diese Nachricht habe ich noch nie bekommen. Ich schicke ihn aber trotzdem zur Schule, hallo? Es tut mir ja leid, aber wir sind hier nicht in Happy Family. Wir sind hier in, wir müssen alle Kinder großziehen. Alle 100. bald ist wieder die Lotterie. Stinkende Kinder, we love it. Oh mein Gott, Rechnung von 10.000?
Meine Güte. Es am Meditieren, um den Schock zu verarbeiten. Linus ist Zweierschüler, Penny ist Zweierschüler und Adam ist einer Schüler. Oh yeah, und Projekte. Wo ist der Kuchen? Hey, wir hatten einen Kuchen. Wo ist er hin? Wir wollen neun. Mal wieder. Geburtstagskerzen. Sich etwas wünschen. Techtelmechtel mit Zoe wünscht er sich und dann steht da einfach nur, Zoe ist reif. Hey, das wollte ich soweit gar nicht wissen. Happy Birthday to you. Yay! Und er ist eifersüchtig und möchte Partylöwe werden. Yeah, Abschluss mit Auszeichnung. So wie jedes Kind, weil Einser, Oberschüler, dies, das. Tschüssi. Jetzt sind wir schon nur noch zu fünf. Oh! Pff, das habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Das ging mit den Wehen jetzt doch irgendwie ein bisschen schneller. Also, ich glaube, es ist normal schnell, aber irgendwie habe ich das trotzdem nicht mitbekommen. I don't know. So, hallo Krankenhaus. What up in the club? Da ist es auch schon wieder soweit. Yay. Ein Junge. Henry. Und noch ein Junge. Astor. Zwillinge mal wieder. Dann bleiben wir wohl im Moment zu siebt, würde ich behaupten. Bis die nächsten Kinder ausziehen. Und dann kann ja erst ein Baby gezeugt werden. Wieder. Und dann haben wir aber auch wieder eine bessere Chance, auch Drillinge zu bekommen. Jetzt sind wir bei 88 Kindern. Noch 12. Ist echt nicht mehr so viel, ne? Warum ist hier eine Family? Die gehören noch nicht mal zueinander. Hier sind ganz viele Kinder und irgendeine Frau. Hilfe. Aber an der Stelle würde ich dann auch den Part beenden tatsächlich. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich denke, wir haben mal wieder viel erreicht. Schaut gut aus, würde ich sagen. Und ja, wir gehen mit großen Schritten aufs Finale zu, auch wenn es noch ein paar Parts sein werden. So zwischen 10 und 20 sind es bestimmt noch. Dennoch sind wir schon einen weiten Weg gegangen. Und so fern ist das dann doch nicht mehr. Schon ein bisschen wild. Was ich aber am Ende hier noch sagen wollte, ich habe jetzt endlich den Community-Tab freigeschaltet bekommen. Das heißt, ja, wenn mal irgendwelche Infos anstehen oder ihr euch wundert, wenn ein Video oder sowas nicht kommt, dann schaut da mal rein, weil wahrscheinlich werdet ihr dort dann die Antwort finden. Und auch so werden da ab und zu Updates und kommende Sachen etc. angekündigt, bla bla bla. Also alles Mögliche werdet ihr dann davor finden. Ich freue mich sehr, dass ich es endlich bekommen habe. Und ja, wie gesagt, schaut da regelmäßig rein, wenn ihr Interesse an diesem Kanal habt. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!